So, liebe Leute von heute, oder sollte ich jetzt erstmal sagen, Bonjour, liebe Leute von heute und herzlichst willkommen und hallo zu unserem neuesten Let's Play auf meinem Kanal. Ein Let's Play zu der bekannten und beliebt und erfolgreichen Serie Miraculous. Geschichten von Ladybug and Cat Noir. Hierbei ersagt nun das erste Konsolenspiel der beiden Pariser Superhelden, wie schon gesagt, Ladybug und Cat Noir, Miraculous, Rise of the Sphinx. Ein Spiel, was am 25. Oktober 2022 für alle Konsolen erschienen ist und seitdem er sowieso auch ein paar kleine Updates erhalten hat, so dass jetzt er sagt auf Version 1.0117 steht und ja, eine eigenständige Geschichte erzählt, so zwischen der dritten und der vierten Staffel. So kann man es ja sagen. Aber jetzt erstmal kurz eine kleine Erklärung. Worum geht es eigentlich bei Miraculous? Ja, die Erklärung ist ja sagt hierbei ganz einfach. Die Geschichte dreht sich ja um die namensgeblichen Miraculous, die er sagt wirklich bis nach Paris hin einen ziemlich langen Weg rund um die Welt ja genommen haben, aufgrund eines, sagen wir mal, Unfall, der sich ja sagt vor etlichen Jahren ereignete, woraufhin er sagt ja, der Hüter der Miraculous namens Meister Fu, ja, nach Paris, er sagt so gereist ist, über die Jahre hinweg, über die Welt hin und her gereist ist, am Ende, er sagt, in Paris angekommen ist, wo dann er sagt natürlich ja auch unsere Geschichte, ja, damals begonnen hat am, warte, da habe ich jetzt mal kurz mal das Datum rausgesucht, am 17. Mai 2016 begann er sagt, warte mal, ich glaube, da habe ich mich irgendwie ein bisschen verzählt. Oder besser gesagt, was falsch aufgeschrieben. Es muss ja, sagt, 2015 gewesen sein. Wo die erste Episode im französischen Fernsehen lief. Obwohl, nee, das war, sagt, noch ganz früher. Der Serienstart in Frankreich begann, sagt, 2016. Aber, sagt, die erste Episode oder die ersten beiden Episoden, was ein Zweiteiler ja war. Wie alles ja begann. Das wurde, glaube ich, er sagt, im September 2015 ausgestrahlt. Quasi so als einen kleinen Testlauf. Und dann ja im Jahr darauf begann er sagt, ja, die Geschichte von Ladybug and Cat Noir. Nun denn, wie schon eben ja erwähnt, die Okay, ein schwieriges Wort, wenn man das paar Mal hintereinander sagt. Aber ja, die Geschichte der Miraculous begann, er sagt, von weit her, bis sie, er sagt, nach Paris gekommen sind. Aufgrund eines Unfalles, der sich, er sagt, vor Jahren ereignete, woraufhin der Hüter der Miraculous, Meister Fu, nach Paris dann gekommen war. Während dieses Unfalls waren allerdings zwei Miraculous abhanden gekommen. Muss man ja sagt dazu auch sagen. Es gibt ja sagt mehrere Miraculous, abgesehen ja vom Marienkäfer und Katzen-Miraculous. Miraculous, Menschenkinder, wenn man das Wort wirklich ein paar Mal hintereinander sagt, hat man wirklich ein paar klitzekleine Probleme. Aber wie dem auch sei, zwei Miraculous sind ja sagt abhandengekommen. Das Schmetterlings- und das Faun-Miraculous. Und ja, die Geschichte beginnt, er sagt, in Frankreich im Jahre 2016. Sagen wir jetzt erstmal den Ausstrahlungstag der ersten deutschen Episode, 1. März 2016. Da hat es damit begonnen, dass ein Mann die Macht des Schmetterlings Miraculous benutzte, um sich, er sagt, in den Superschurken Hawkmoth zu verwandeln. Und er sagt, mit der Macht des Schmetterlings Miraculous Superschurken erschafft, die ihm dann, er sagt, dazu verhelfen sollen, das Marienkäfer und Katzen Miraculous zu besorgen. Denn beide Miraculous zusammen haben, er sagt, die Macht, einen Wunsch dessen Besitzer zu erfüllen. Egal was für ein Wunsch, der Wunsch wird erfüllt. Allerdings, so ein Wunsch ist, er sagt, auch mit einher mit großer Macht. Und natürlich auch mit großen Opfern. Was man natürlich erst später, im späteren Verlauf der Serie, ja auch zu hören gekriegt hat. Was er sagt, da er sagt, geschehen mag, wenn er sagt, beide Miraculous wirklich, er sagt, vereint eingesetzt werden. Um dann, er sagt, die Macht des Wunsches freizusetzen. Nun denn, wie dem auch sei,
Als dann auf jeden Fall ja die Gefahr durch Hawkmoth, so wie sich der Schurke dann ja nannte, offenbarte, hat Meister Fu zwei Teenager, also zwei Pariser Teenager, als Träger des Marienkäfer Miraculous und des Katzen Miraculous ausgewählt. Einmal Ladybug alias Marinette de Parcheng und dann sagt der Träger des Katzen Miraculous Adrien Agres. Ja, beide sind daher bekannt ab jenem Tag als Ladybug und Cat Noir, die er sagt als Superhelden von Paris den Kampf gegen Hawkmoth und seinen Superschurken, gegen seine akkumatisierten Superschurken-Aufnahmen, ja, auf dass er sagt nicht siegt und nicht die beiden Miraculous an sich reißt. Weil das wäre wirklich katastrophal. So, darüber hinaus, was kann ich ja sagt sonst noch so mal kurz erzählen? Ja, es gibt ja sagt bisher über 100 Episoden der Serie Miraculous. Darüber hinaus, die fünfte Staffel ist erst vor kurzem in Frankreich gestartet. Es gibt, er sagt, zwei TV-Special-Filme. Einmal den Film Miraculous United Heroes, was er sagt in New York spielt und worin auch noch andere Superhelden vorkommen. Und dann, er sagt, auch noch der Film Miraculous Shanghai, die Geschichte von Lady Dragon. Ich glaube, er sagt, es hieß so mit der Geschichte von Lady Dragon. Im Allgemeinen sagt man, er sagt, zu dem zweiten TV-Special-Film einfach nur Shanghai. Ansonsten gab es ja auch noch, ja, eine Weihnachtsepisode, die er sagt, ja, abseits der Handlung ja auch spielte. Und abseits der Staffel, meine ich natürlich. Und ja, darüber hinaus, was soll man dazu, er sagt, jetzt auch noch sagen? Die erste Staffel hat, glaube ich, 26 Episoden. Und ja, die ersten beiden Episoden, Episode 1 und 2, wie alles, er sagt, begann, die wurden aus irgendeinem Grund in der deutschen Ausstrahlung, naja, in der Staffel her, als Episode 25 und 26 gelistet. Also nicht gerade als Episode 1 und 2. Ist schon ein bisschen komisch, aber was soll's. Auf jeden Fall, die Geschichte der Sack hier mit Rise of the Sphinx, wie schon gesagt, spielt der Sack zwischen Staffel 3 und 4. Was man er sagt auch daher sehen kann, weil Hawkmoth, er sagt hier in dem Spiel noch Hawkmoth ist und er sagt nicht Shadowmoth, was er ab Staffel 4 ist. Und weil er sagt hier auch noch die Trägerin des Faun Miraculous Majora, er sagt auch noch hier einen Auftritt hat. Aber ja, es geht er sagt darum, dass Paris mal wieder Helden braucht. Wir müssen in die Rolle von Ladybug und Cat Noir schlüpfen und den teuflischen Plan von Hawkmoth vereiteln. Wozu er sagt ja ein gigantisches Senti-Monster namens Sphinx benutzt. Und jetzt erstmal drücken wir eine Taste. Speicherstand wird geladen, das Spiel wird beginnen. Und sicherlich gibt es hierbei auch noch einige Rückblicke. Es wurden sowieso auch seit dem Release 4 Cutscenes durch ein Update ja auch noch hinzugefügt. Erstmal kurz die Einstellung, Textgeschwindigkeit normal, Stimme in Englisch. Naja, es gäbe, er sagt hier, die Auswahl zwischen Englisch und Französisch. Wir nehmen, er sagt, jetzt mal die englischen Stimmen. Kenne ich ja sowieso nicht. Audio, originale Lautstärke, Musiklautstärke, Soundlautstärke, Stimmenlautstärke, alles gut. Steuerung, Menü mit L1, Pause mit Option. Charakterwechsel, ach ja, das Spiel kann man übrigens auch zu zweit spielen. Charakterwechsel mit R2, interagieren mit X, umsehen mit R und steuern mit L. Dann starten wir mal. Deutsche Untertitel müsste das Spiel auf jeden Fall haben. Aber ja, wenn er sagt, Hawkmoth ja seine Kraft einsetzt, um er sagt ja seine Superschurken zu erschaffen, benutzt er sagt dafür Schmetterlinge, welchen Wunder, die dann er sagt zu Akumas werden, die dann er sagt ja die Menschen, die er sagt unter Verzweiflung, Angst, Trauer und so weiter leiden. Ja. In diesem Zustand leicht akkumatisiert werden können zu Superschurken. Diese Schwäche, diese Trauer, diese Verzweiflung nutzt er, sagt dadurch aus. Darüber hinaus sind er, sagt das Katzen-Miraculous als In the daytime, I'm Marinette. Just a normal girl with a normal life. But there's something about me that's only possible because of who Ladybug is to the people of Paris. A lot of people see her as a symbol of hope. As someone who would never give up. It may feel like a burden sometimes, but I guess it comes with the territory. We all need someone we can look up to.
Someone who helps us get a grip on things, especially in hard times. Someone who reminds us that whenever we seem to lose hope, giving up is not the solution. Don't be bemused, it's just the news. Today, Mayor Bourgeois launches his new Paris cleaning strategy, supported by a squad of new and expensive innovative cleaning robots. Mayor Bourgeois seems to be intent on putting an end to, and I quote, an unsightly and stinky flying rodent problem. Mr. Pigeon 68, I may have given you your power so you could take your revenge on Mayor Bourgeois and his shameful robots, but in return... I'll bring you Ladybug and Cat Noir's miraculous. Breaking news. Mayor Bourgeois' Operation Clean Paris has just been sabotaged by none other than the infamous villain, Mr. Pigeon. He just deployed an army of ominous pigeon bots that are causing havoc in the city. Once again, Paris is relying on our beloved superheroes, Ladybug and Cat Noir. Mr. Pigeon? Again? Tja, Mr. Pigeon again. So kann man es ja sagen. Mr. Pigeon, der Taubenmann, ist übrigens auch die am meisten akkumatisierte Person in Paris. Ja, die zu Hawkmoths Opfern erzählt. Hier im Spiel wiederum zum 68. Mal, in der 4. Staffel wiederum, wo dann er sagt, Hawkmoth zu Shadowmoth, wurde Mr. Pigeon zum 72. Mal akkumatisiert. Tja, ach ja, was ich noch sagen wollte, das Katzen-Miraculous hat die Kraft der Zerstörung und das Marienkäfer-Miraculous die Kraft der Schöpfung. So viel sei dazu schon mal gesagt. Aber ja, zu allen Superschurken in Paris, oder die er sagt von Hawkmoth akkumatisiert wurden, ist eigentlich, ja, Mr. Pigeon der Schwächste. So kann man es sehr sagen. Von allen Schurken, die es bisher gab, ist wirklich Mr. Pigeon der Schwächste. Aber gut, jetzt kommt erstmal die Grundbewegung. Bewege dich mit dem linken Stick, drücke R2-Taste, um den Helden zu wechseln. Ja. Gut, halte Mr. Pigeon auf. Rennen dürfen wir nicht. Oh. Ziele mit dem linken Stick auf den Feind und drücke die Quadrat-Taste, um anzugreifen. Hallo? Wieso kommt... ich weiß er sagt nicht. Gibt es jetzt... warte mal. Wir können es auch blocken. Wir können es sagt blocken mit der Viereck-Taste. Springen, indem du die Kreuztaste drückst. Drücke in der Luft erneut, um einen Doppelsprung zu machen. Okay. Was mir aber hierbei jetzt nicht so ganz gefällt, ist ja die Tatsache, dass wir hierbei, sagt nun nicht, richtig erklärt bekommen, ob wir eigentlich, warte mal, das eine Ausweichrolle oder sowas haben wir, wie es aussieht, nicht. Lebenspunkte 4, Energie, Grundschaden, Befugnisse, Schutz, Abprallen, Binden, Mission, Feder, meine Liebe, Paris, lächerlichste Bedrohung, Mr. Pigeon ist wieder zurück. Wieder, halte seine Taubenroboterarmee auf, bevor sie die Stadt der Liebe in eine schreckliche Vogelkratie verwandeln. Gut, die Karte, bisher bloß der Park hier. Oh, warte, was war das jetzt eben? Wie viele Sammelitems haben wir? 750 und wir haben 25 Macarons. So wie es aussieht. I can do a double jump to reach higher spots. Okay. So, zu Anfang gibt es jetzt erstmal noch... Die Lichtops werden auf dein Abenteuer nützlich sein. Sammle alle ein. Okay, und vor allem... Tja, und vor allem natürlich ist das Ganze jetzt auch bloß Tutorial-mäßig. Muss man ja hier sagen. Upsala. So, Tiki liebt Makronen. Sammle sie alle ein. Das sind eigentlich hier Macarons. We can get to him. Let's go.
Noch eins. Ah, verdammt nochmal. Mit dieser Steuerung muss ich mich jetzt erstmal auch ein bisschen... Ah, mit X ausweichen. Du kannst ausweichen, indem du die Kreuztaste drückst. Okay, das muss ich jetzt auch nochmal üben. So, das war schon besser. Das war, sag auch schon mal besser. Gut, gut. Ja, das war's jetzt erst einmal. Aber sicherlich kommt ja sowieso hier noch ein Bossfight gegen Mr. Pigeon. Ah ja, und die Macht des Marienkäfer Miraculous hilft er sich auch dabei, die akklimatisierten Personen und natürlich auch die Schmetterlinge zu retten. So, Paris-Entdecker, wenn du dich verirrt hast, folge den gelben Pfeil, um deinen Weg durchs Level zu finden. Okay, bis jetzt. Auch wenn ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden muss mit der Steuerung, so muss ich eigentlich wirklich sagen, ist das doch recht, jetzt recht angenehm. Und ich glaube, wie es aussieht, in jedem Level gibt es insgesamt wohl 150 Lichtorbs. Und dann ist er wohl anscheinend 25 Macarons. Da drüben ist ja auch schon wieder eins. Ob wir die Teile, sag, übersehen können? Okay, parieren mit Dreieck. Um feindliche Angriffe zu parieren. Okay, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Na, das hat jetzt auch nicht geklappt. Okay, jetzt aber. Okay, wir kommen so langsam ins Spiel rein. Manche Bereiche sind nicht sofort verfügbar, soll ich später nochmal zurückkommen. Okay, also müssen wir sowieso auch demnächst noch ein bisschen erkunden, wie es aussieht. Also können wir wohl anscheinend nicht sofort alles kriegen. Naja, wobei mit den Orbs sieht es jetzt eigentlich ja schon mal recht gut aus. Aber ich denke mal, ich wechsle jetzt mal kurz mal rüber zu Cat Noir. Okay, und dann erst einfach mal kurz mal schauen, ob wir nicht hier irgendwo noch ein paar Macarons übersehen haben. Sieht allerdings bis jetzt nicht danach aus. Du kannst zu bestimmten Zeitpunkten einen Supersprung machen, indem du die Kreuztaste drückst. Okay, aber trotzdem hier nochmal kurz rumgehen. So haben wir zumindest auch wieder einen weiteren Orb erhalten. If I'm sneezing, that means Mr. Pigeon must be around here. Ja, dann ist es nämlich so, dass Adrian eine Vogelallergie hat. Okay, hier scheint es wiederum nichts zu geben. Also legen wir jetzt mal los.
Bossfight? Today is the day the pigeons take a stand against those heartless Parisians who ignored them for too long. Now, give me your miraculous Ladybug and Cat Noir, or else. Okay. Pigeons will reign supreme! Cataclysm! Achoo! Okay, kleines Quicktime-Event. Army has just fled the battle zone, Mr. Pigeon. What are you, pigeon stunts? Your days are over, Ladybug and Cat Noir. Okay, irgendwie. Upsala. You're miraculous. I want them. And I want them now. Okay, bisher machen wir nicht so viel Schaden. What am I supposed to do with this? No more evil doing for you, little Akuma. Time to de-evilize! Gotcha! Bye-bye, little butterfly. Miraculous Ladybug! What happened? Where am I? Tja, Mr. Pigeon. Wir haben dafür jetzt gerade mal einen Stern erhalten. Das war jetzt irgendwie komisch. Und wir haben bisher 14 Makarons eingesammelt? Konnte man den Sack vielleicht hier... Naja, ein bisschen mehr kann man den Sack hier vielleicht doch noch kriegen. Vorausgesetzt natürlich, man hat den Sack noch ein paar weitere Fähigkeiten. Auf jeden Fall Trophäe Ornithologe erhalten. Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Ich glaube, so hieß es sogar der Zweiteiler mit der Ursprungsgeschichte. Aller Anfang ist schwer. Natürlich kann man den Sack Paris sogar noch frei erkunden. Und natürlich ja auch noch mehrere Sammelallgegenstände einsammeln. Aber das war dann jetzt quasi ja bloß der Prolog gewesen. Woo! So, ich frage mich, was das für Orbs sind. Hast du irgendeine Idee, Captain Noir? Keine Ahnung. Denkst du, sie haben etwas mit dem Miraculous zu tun? Könnte sein. Ich frage Master Fu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine schlaue Antwort parat hat. Hast du eine Idee, was dieser Orb sein könnte, Tiki? Keine Ahnung. Ist das erste Mal, dass ich so eine in meinem ganzen Leben sehe. Okay, ich schaue dann besser bei Master Fu vorbei. Hoffentlich hat er eine klare Antwort. Tja, und so können wir uns jetzt, sag auch mal hallo, es wurde ein Album gespeichert, das du hier jetzt bei Marinette ansehen kannst. Ja, oui, oui, mon ami, jetzt können wir erstmal hier auch ein bisschen... jetzt Master Fu fragen. Okay, die haben jetzt auch sehr Schnellreisepunkte hier. Nicht übel. Und hier sowieso gibt es, okay, vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt das Ganze. Was ist das? Mr. Pigeon, interagieren.
Tja, Mr. Pigeon Feder, meine Liebe. Ich denke, da können wir später auch noch was machen. Oder? Ah, wir könnten, er sagt, nochmal zurück in das Level gehen. Aber da wir ja da aktuell sowieso nichts machen können, weil uns dafür noch eine Fähigkeit fehlt, können wir, jetzt hier auch sowieso nichts machen. Mal sehen, ob das dann jetzt auch irgendwie verlassen wieder kann, das Level. Ich spiele übrigens hier die PlayStation 4 Version. Wollte ich ja auch nochmal kurz erwähnt haben. In the daytime, I'm Marinette. Okay, das geht ja, sagt, wieder von vorne los. Da geht's wieder von vorne los, aber das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Tja, das wollte ich eigentlich jetzt so nicht machen. Besonders, weil uns jetzt, sagt, sowieso auch noch nicht die richtigen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um hier weiterzukommen. Oder besser gesagt, um die restlichen Sachen einzusammeln. Tja, dann mal sehen, ob wir das Level auch jetzt einfach gleich beenden können. Okay, wahrscheinlich können wir einfach zurückkehren. Ja, wahrscheinlich. Erst einmal machen wir erstmal die normale Story, schalten dann erstmal ein paar Fähigkeiten und so weiter frei. Und dann können wir immer noch mal kurz mal zurückschauen, was wir jetzt noch finden können in den jeweiligen Levels. Ein Stern haben wir jetzt auf jeden Fall dafür erhalten, dass wir den Story-Abschnitt abgeschlossen haben. Gut. Jetzt also das Ganze nochmal von vorne. What a lovely day. Marinette, ich hab dich und Cat Noir im Fernsehen gegen Mr. Pigeon 68 kämpfen sehen. Der füttert wieder seine Tauben. Keine Sorge, ich mache mir jedoch Sorgen um einen komischen Gegenstand, den ich auf dem Weg gefunden habe. Wo hast du diesen Ob gefunden, Marinette? War Mr. Pigeon hinter ihm her? Nicht, dass ich wüsste. Er war wie gewöhnlich mehr daran interessiert, unsere Miraculous zu stehlen. Hast du diese Orbs schon einmal gesehen, Meister? Nein, aber ich weiß ganz genau, was das ist. Diese Orbs sind mit einer arkanen Miraculous-Methode verbunden. Das Ziel dieser Methode ist es, dem würdigen Träger des Miraculous eine fantastische Macht zu verleihen, wenn eine große Bedrohung sich nähert. Eine große Bedrohung? Was willst du damit sagen? Das Erscheinen dieser Orbs verheißt nichts Gutes. Es bedeutet, dass das Böse lauert. Etwas nähert sich. Du musst wachsam bleiben, Marinette. Und vor allem sollst du alle Orbs einsammeln, solange du noch Zeit hast. Wenn du genug hast, komm und besuche mich wieder. Ich werde die Orbs nutzen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. So können Ladybug und Cat Noir eine Chance haben, Paris wieder sicher zu machen. Na gut. Also ja, Upgrades bei Meister Fu. Nimm, was immer du brauchst. Okay. Befugnisse. Uns fehlen ja Sack... Warte mal, es gibt auch den Kwami-Laden. Aber erstmal Helden. Aha. Cat Noir. Aha. Gut, Cat Noir hält jetzt noch mehr aus. Besuch mich wieder, wenn du noch stärker werden willst. Okay, abprallen, Schutz, wirbeln. Was ist er? Warte mal, die können wir, er sagt, noch nicht haben. Da fehlt uns 220. Wir brauchen zusätzliche Währung. Wie sieht's hier aus im Kwami-Laden? Storyboard für den Anfang. Die erste Grafik des Spiels. Gebäudestudien. Erste Entwürfe für Soundwave. Okay, jetzt werden, er sagt, hier anscheinend, er sagt, auch ein paar Schurken gespoilert. Soundwave. Wear Dead. Klonika,
Gamer 3.0, stimmt ja, in der Staffel, warte mal, was, Staffel 3 oder Staffel 2, er sagt nun, wo Gamer 2.0 auftrat. Nun denn, Benutzeroberfläche, Entwurf für Swings, Powershot, Schläger, Making of Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte mal, nicht 7. Okay, es gibt hier auf jeden Fall viele Sammelgegenstände. Ob wir die dann also nun brauchen, ist eine andere Frage. Weil da wäre ich mir jetzt eigentlich nicht so sicher. Man kann ja vieles sammeln, aber ich glaube, das meiste ist jetzt hier bloß für, naja, Sammelkram. Sollte das allerdings jetzt nutzbar sein oder dafür da sein, um ein Secret Ending oder sowas freizuschalten? Ja, für sowas bin ich ja beim besten Willen nicht. Für Secret Endings, der sagt schon, aber nicht der sagt, wenn man dafür unnötig sehr viel sammeln muss. Nun denn, aber wir wissen auf jeden Fall, bei Meister Fu können wir, sagt, unsere Fähigkeiten verbessern, neue Fähigkeiten freischalten, Lebenspunkte erhöhen.